Also Ahab war intelligenter. Wobei er war ein riesengroßes Arsch. Wieso soll ich denn jetzt mit Jennifer reden? Ich hab doch eigentlich hier oben noch. Egal. Oh, ich kann hinporten. Ha! 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 Wie geil! Achso, so war das eine Option mit dem Aussuchen. Hey, so hatten wir wenigstens einen weißen Wal zu sehen. Yo, das ging mal fix. Keine Wiederholung drin. Gänse. Die besten Wachen, die es gibt. Wobei Wach- und Schutzhunde. Müsste man dazu sagen. Wohin des Weges? Siri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Verschwörung, Verschwörung! Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na, gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerog. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Art Skellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Nee, ich mag sie auch nicht. Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Siri. Wir warten dort auf dich. Wie ich nichts, Porter? Hi. Hoch, da gibt's einen Teleporter. Wo war jetzt hier die Teleporter? Lauter. Ja, du dienst ihr. Ja, meine Güte, noch eins. Diene Niki. Der kleine Prinz muss aber gemacht werden. Boah, was ist denn offenbar los? Wird um die Wette geportet. Also die beiden sehen jetzt nicht gerade nett aus. Der Eingang ist sehr gut geschützt. Ich glaube, wir finden da drinnen was Interessantes. Wie willst du die Barriere aufheben? Adlan Kerks Inklusion müsste es tun. Und? Irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Jafar Aligen. Wie wär's mit der Türklinke? Oder klopfen? Wir haben die Wache geweckt. Es war so klar.
Oh! Oh. Ich hänge hier fest, ich komme hier nicht raus. Der klatscht in die Hände. Tralalala. Boah, Siri, lauf mir doch nicht vor! Ich schlage in einem Spiel einen Stein. Ach! Boah, da hat man voll die Knochen brechen hören. Musa! Bist du tot? Krieg ich deine Sachen? Wie, und der andere nicht? Och, was für eine Schlappe. Eine magische Kraft dafür? Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Siri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Voll der Stalker. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Wusste gar nicht, dass er wild auf Süßes ist. Oh, Geralt! Versucht damit kleine Fianas anzulocken. Fiana ist zu schlau dafür. Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Als ob die sich mit sowas ködern lassen würde. Nur wenn Iggy kochen würde. Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes. Von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Er hat sie nur analysiert? Glaubst du das wirklich? Wenn er unseren Mann. Wer würde da nicht schwach werden, Fiana? Zweifle ich, dass er sich zurückgehalten und nur beobachtet hat, wie es Laras Nachfahren geht. Wir werden wohl nie erfahren, ob und wie viel die Elfen mit der Genmutation zu tun hatten. Hattest du was zu tun mit dem, was Geralt erwähnt hat? Dem Werk dieser menschlichen Magier? Natürlich nicht. Nicht, weil keiner ihr gerade glaubt, Schatz. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falka? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später.
Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei ja. Nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Noch hoffentlich nicht die Pornozeitschriften. Bestimmt, da müssten wir bei Niki unterm Bett gehen. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Hinter der Tür. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Manche müssen sich auch vorher hübsch machen, bevor sie rausgehen. Auch Männer. Ciri 2? Wie seid ihr hier hineingekommen? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwindet, sofort. Du, ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Bedeutet Avalach dir so viel? Was hat denn das damit zu tun? Ja, mach Schatz. Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Okay, alle wollen sie knüppeln. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Vorsicht mit Bratpfanne seit Samstag.
Yay, wir räumen auf. Ein Schnauzer dran. Oder Teufelshörner. So. Schon sie ist nur neidisch, weil sie selbst nicht drauf gekommen ist. Jennifer, hast du gut gemacht. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Findersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Er lebt nicht mehr. Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Ich hasse Portalreisen. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Ich mag Friedhöfe auch nicht. Warum nicht? Diese Arbeitsatmosphäre. Ich war noch nie auf einem Friedhof, um jemandes Grab zu besuchen. Ich habe immer nur Ghule und Moder heute gejagt. Ich wäre ehrlich gesagt lieber auf Vertragsbasis mit einer Hexeraufgabe hier. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotmir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Diese Bastarde. Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen.
macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen, Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Die sind für uns nicht bindend. Klar, und Respekt vor unseren Gebräuchen habt ihr auch nicht. Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt. Oh ja, der war gut. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Zurück zum Boot.